Vor allem haben wir noch Er den ist da. Trank. Anscheinend haben wir immer wieder diesen Trank. Es scheint so, als müssten wir da rein. Manchmal beneide ich die, die nachts ihre Türen schließen und in ihren Häusern Frieden und Freude finden können. Aber deswegen kämpfen wir, damit Man sie es legt nicht dieses tun Schiff müssen. an. In ein paar Minuten, glaube ich. Es ist voll beladen, im Frachtraum ist kaum noch Platz. Sind das also die letzten Magischen? Aus dem Ghetto, ja. Ich meine, ein paar Versprengte gibt's wohl noch. Ich sehe sie frei rumlaufen, als wären sie Personen, keine Tiere. Das ist widerlich. Naja, sie sind nicht wirklich Tiere, oder? Sie sind irgendwie schon intelligent. Zumindest manche von ihnen. Oh Mann. Nein, sie sind dreckige Tiere. Bin froh, dass wir sie loswerden. Ich weiß nicht. Letztes Jahr habe ich im Rooster mit einer Dolmari ein langes Gespräch über Landwirtschaft geführt. Sie wirkte nett. Pass mal, was wollt ihr? Ihr solltet nicht hier... Pass mal besser auf, was du da über deine Liebe für die Magischen sagst. Weißt du, es hat seinen Grund, dass sie in die Lager verschifft werden. Aber ich... Ach, vergiss es. Du solltest sowieso da oben Wache halten und nicht hier unten mit mir reden. Sie führen die Magischen durch dieses Tor auf das Wolkenschiff. Vielleicht können wir uns als ihn verkleiden, oder? Dort muss es zur Sammelplattform gehen, wo Gefangene und Vorräte aufs Schiff gehievt werden. Die Torwache. Kann direkt an ihn ranlaufen. Was macht ihr da? Wisst ihr, ich stehe hier und sehe das. Ach so. Ich kann zwar direkt in ihn reinlaufen, aber bloß nicht. Auf gar keinen Fall den Hebel berühren. Ich würde ja sagen, wir überwältigen ihn. Oder auch nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, sollen wir ihn ablenken oder uns in der Ladung verstecken oder... Also es wirkt ja fast so... Oh. Er ist nicht sonderlich aufmerksam. Ich könnte mich wahrscheinlich an ihn anschleichen. Zack. Das war jetzt aber kein Tod, das war nur Betäuben. Hebel runterziehen? Erstmal gucken wir uns den Hebel an. Mit diesem Hebel bedient man das Fallgitter. Reicht es schon? Ian, wo wollt ihr... Oh, Anna? Nein, ihr werdet ihm nicht folgen. Ihr seid nicht für ihn verantwortlich. Nichts davon ist eure Schuld, Kian. Es ist nicht nur das eine Leben, Anna. Es ist nicht nur Bib. Die Asadi bringen die Magischen auf die Inseln. Sie erhalten keine Überfahrt ins Südland. Und sie werden nie zurückkehren. Das ist alles Lüge. Männer, Frauen, Alte und Junge, Familien, fortgeschickt, um zu sterben. Mhm. Von allen vergessen. Das endet jetzt. Ich weigere mich zu vergessen. Der Widerstand wird auch ohne mich bestehen. Ich bin nicht wirklich einer von ihnen. Das war ich nie, das werde ich nie sein. Ich bin ein Asadi. Ihr seid ein Asadi. Na und? Ich sage nicht, dass es hinnehmbar ist, was sie tun. Aber wollt ihr etwa jeden Magischen eigenhändig befreien, allein gegen die gesamte Asadi-Armee antreten? Ihr verhaltet euch dumm und emotional und auch noch egoistisch. Ihr verlasst uns, wenn wir euch am nötigsten brauchen. Wir? Ihr verlasst mich schon wieder. Was meint ihr mit... Mein Name ist nicht Anna. Ich meine... Kommt schon. Ich benutze in jeder Stadt einen anderen Namen. Das ist sicherer. In Zadir war ich Elena, aber... Meinen Namen habe ich euch nie gesagt. Ihr erkennt mich nicht wieder. Schon in Ordnung. Ich habe mich verändert. Ihr nicht, außer, naja, was euer Haar angeht. Ihr hattet mehr davon. Und Wer der Bart ist sie? Neu. Er steht euch wirklich gut. Ihr seid das Mädchen, das ich vor Vermins Bande gerettet habe. Ja, ich bin das Mädchen. Ha. Was, das ist alles? Ich habe in den letzten 20 Jahren jeden Tag damit verbracht, an euch zu denken und... Ich bin das Mädchen? Jetzt fühle ich mich ja so besonders. Verzeiht mir, Anna. Elena. Ich erinnere mich an euch. Vermin hat versucht... Mir weh zu tun. Und sie hätten mich auch noch getötet, wäret ihr nicht gewesen. Ihr habt alles riskiert und für mich Partei ergriffen. Das war das erste Mal, dass mir jemand irgendeine Art von Güte erwies. Ihr habt mich zu Mutter Utana gebracht und sie hat sich für eine Weile um mich gekümmert.
Ich habe euch jahrelang aus der Ferne im Auge behalten, bis ich gezwungen war, Sadir zu verlassen. Mhm. Aber ich wusste, ich würde euch eines Tages wiederfinden, Kian Alvane. Das war vor langer Zeit. Ich war ein anderer Mensch. Nein, ihr wart zwischendurch ein anderer Mensch. Aber jetzt? Jetzt seid ihr der Junge, den ich kannte, diesen kostbaren Augenblick lang vor all den Jahren. Der Junge, dessen Augen und Herz weit offen standen. Der Junge, der sein Leben für andere riskierte. Ha. Der Junge, der... Oh, Götter, verdammt. Deswegen müsst ihr gehen. Nicht, weil ihr ein Asadi seid oder der Apostel oder der große Held des Widerstands oder wegen eurer Göttin oder weil ihr ein Egoist seid. Ihr müsst gehen, weil das ausmacht, wer ihr seid. Der Junge, der mir das Leben rettete. Werdet ihr ihn helfen, während ich fort bin? Das ist nicht mein Krieg, Kian. Vielleicht nicht, aber es ist meiner. Und ich glaube, dass das, was hier geschieht, das Gleichgewicht für alle Zeiten verändern wird. Auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass ihr an das Gleichgewicht glaubt. Ich habe mich verändert. Werdet ihr dem Widerstand in meiner Abwesenheit helfen? Na schön, na schön. Ich werde ihnen helfen. Sehr gut. Knutsch. Oh. Wofür war das? Aus Liebe, Dummkopf. Ich liebe euch, seit ihr mich aus dieser Gosse herausgeholt und mir das Leben gerettet habt. Ich habe sonst niemanden geliebt. Ich weiß nicht, ob ich... Mannchen. Ich habe mehr als 20 Jahre gebraucht, um euch zu finden. Verdammt, ihr solltet lieber wiederkehren. Glaubt mir, Kian Alvane. Sonst gehe ich zum ersten Berg und schleife euch mit allen Mitteln zurück in die Welt der Lebenden. Oh, okay. Und zack, ist sie wieder weg. Na gut, jetzt haben wir einiges Neues erfahren. Kian war also damals tatsächlich auch ein Guter. Auf zur Stadtmauer. Hey! Ups. Hey! Nachts wird nicht auf der Mauer rumgelaufen. Cool, wir dürfen am Tag auf der Mauer rumlaufen? Also langsam, nehme ich mal an. Oh, wir sind so langsam. Ah. Komm schon. Bup. Und tschüss. Puff. So. Kann man von hier oben mal runter gucken. Das finde ich cool. Der Typ steht da noch. Da haben sie tatsächlich mal drauf aufgepasst. Und zack, so kommen wir auch ins Schiff. Oben werden bestimmt überhaupt keine Asadi-Wachen stehen. Können wir hier runterlaufen? Nein. Wir müssen uns eigentlich irgendwo verstecken. Nach dem, was ich beim Reisen mit Wolkenschiffen gelernt habe, ist das eine Schiffsglocke. Damit signalisiert man der Besatzung, dass Fracht bereit zum Hochziehen ist. Ding, ding. Das ist bestimmt eine gute Idee. Kian, verlasst Makuria nicht ohne mich. Schnell, zieht mich hoch. Wir nehmen ihn mit. Nein, der Widerstand braucht ihn hier. Sie haben ja jetzt Anna. Ich könnte bei dieser Mission seine Hilfe... Nehmt meine Hand. Haltet euch fest. Ich hoffe, es reicht, dass der Widerstand jetzt Anna bekommt. Oder Elena. Und er muss das tun. Warum habt ihr mich hochgezogen? Weil ihr mich dazu aufgefordert habt. Ihr könnt einen wirklich zur Raserei treiben. Weil ich euch hochgezogen habe? Weil ihr mir nie einen Grund gebt, euch zu hassen. Ha. Abgesehen davon, dass ich euren Vater vor euren Augen ermordet habe. Das stimmt natürlich. Ja, abgesehen davon. Außerdem war es seine Entscheidung. Wenn jetzt der Widerstand dadurch großen Schaden erleidet, ist es mehr seine Schuld als unsere. Aber ich würde mich trotzdem schuldig fühlen. Weil wir ihn ja natürlich auch unten zurücklassen hätten können. Oh Gott, jetzt wo ich so drüber nachdenke, nehme ich an, dass er da sterben wird. Ich hätte ihn niemals hochziehen dürfen. Verdammt. Aber na gut. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, was uns da erwarten würde. Ja, das dachte ich mir gerade schon. Ich dachte mir, dass jetzt vorbei ist. Okay, das wird lustig.
Ja, das war Buch 3 von Dreamfall Chapters. Dimension. Alle deine Entscheidungen wurden für Buch 4 festgehalten. Ja, gucken wir mal. Kirnalvane. Ich habe anderen Einblick in mein Privatleben gewährt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich schäme mich nicht dafür, wer ich bin, aber ich lasse andere auch nicht gern zu nah an mich heran und meine Worte können gegen mich verwendet werden. Was ich über mich preisgegeben habe, könnte dazu führen, dass manche Leute mich anders sehen und behandeln. Das ist jedoch ihre Sache, nicht meine. 99,3% haben diese Wahl getroffen. Das ist ziemlich eindeutig. Ich habe das Werkzeug des Mechanikers zurückgebracht. Er wird nie erfahren, was geschehen ist, und man wird ihn nicht bestrafen. Stimmt, hey! Cool, cool. Ich habe darauf aufgepasst und das hat tatsächlich... Es wird wahrscheinlich was ändern. Manche werden wissen, dass das Werkzeug des Mechanikers im Rooster & Kitten gestohlen wurde. Aber nicht alle. Also ich hoffe nicht, dass jetzt deswegen Ulvik Probleme bekommt. Oder Ulrik. Wir und 74,4% haben diese Wahl getroffen. Ob das jetzt wirklich alle waren, die es theoretisch hätten gemacht, wenn sie es gewusst hätten, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe die Ratte in ein Rohr gelockt und mit bloßen Händen gefangen. Das war der Weg des Jägers, aber vielleicht gab es noch eine andere Möglichkeit, den Bodenkrabbler zu erwischen. Denn Geschick als Rattenfänger wird im Großen und Ganzen nur von geringer Bedeutung sein. Ja, tatsächlich. Ich hätte vielleicht sogar einen anderen Weg hätte finden können, die Ratte zu fangen. Interessant. Zoe Maya Castillo. Ich habe meinen Dreamer nach dem Mann im Anzug geworfen. Er war abgelenkt und wurde angeschossen. Dennoch hat er mir das Leben gerettet. Wer war er? Warum hat er mir geholfen? Die Konsequenzen deiner Entscheidung wirst du in Buch 5, also nicht im nächsten Buch, erfahren. Hart, weil ich wirklich dachte, er wäre böse. Und instinktiv ist Ablenken immer schlauer als auszuweichen, weil Ausweichen aus der Entfernung von einer Waffe, die er einfach auch bewegen hätte können, wäre dumm gewesen. Wir wären auf jeden Fall erschossen worden, hätte er uns Böses antun wollen. Ja, leider wusste ich nicht, dass er gut war. Deswegen sieht man hier auch ganz klar, das war eher ein Fehler. Denn nur 30,7% haben diese Wahl getroffen. Wahrscheinlich wussten die anderen, dass er nicht schlecht ist. Im Rooster & Kitten habe ich ein prickelndes Getränk bestellt. Das war ein Anfängerfehler. Deine Entscheidung wird keinerlei Konsequenzen haben. Wer hätte das gedacht? 19,4% haben diese Wahl getroffen. Und zurückzukehren? Ich konnte Liko nicht einfach zurücklassen. Er wird sich als nützlich für die Mission erweisen und vielleicht nähern wir uns einander an. Sind gemeinsam stärker. Ja, das dachte ich mir nämlich auch so ein bisschen. Wenn er mitkommt und nicht sterben sollte, dann könnte es sein, dass er uns vergibt, vielleicht. Oder zumindest uns nicht mehr töten will. Deine Entscheidung wird von großer Bedeutung für das nächste Buch sein, logischerweise, weil wir da ja mit ihm dann spielen werden. Wir und 77,9% haben diese Wahl getroffen. Und das müsste es gewesen sein. Saga hatten wir ja schon, dieses Spiel. Also ja, sehr interessantes Buch, jetzt sehr interessante Restgeschichte. So langsam beginnt sich das Ganze in eine logische Richtung zu fügen. Ich finde es interessant, wie sie das gemacht haben mit Saga, dass sie sozusagen die Geschichte, die wir erleben werden, schon geschrieben hat oder gezeichnet hat. Und ja, es ist auch interessant, dass jetzt tatsächlich die Welten sich kreuzen, aber unsere Charaktere sich noch nicht gesehen haben. Aber wir kommen der Sache immer näher und ich denke, in Buch 5 werden wir auf jeden Fall aufeinander getroffen sein. Aber ja, es ist halt jetzt ein bisschen problematisch, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe. Ist Buch 4 nicht übersetzt und Buch 5 auch nicht. Sie sind wahrscheinlich jetzt gerade dabei und ich hoffe einfach mal, dass die Parts, die werden jetzt so bis Mitte Juli wahrscheinlich reichen, dass sie bis dahin mindestens Buch 4 übersetzt haben. Ansonsten wird dieses Projekt pausiert werden müssen, weil ich lieber warten und das Projekt pausiere, als mitten im Spiel auf Englisch zu wechseln.
Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich denke, ihr habt Verständnis dafür, wenn ihr das jetzt irgendwie am 14. Juli oder so seht, dass es dann vorbei ist. Das würde ich dann in die Kommentare in die Beschreibung schreiben. Und wenn nicht, dann sehen wir uns einfach am nächsten Werktag wieder. Trotzdem würde ich jetzt erstmal sagen, das war Let's Play Dreamfall Chapters The Longest Journey. Ich bin Dennis oder Klesfalpi und wir sehen uns beim nächsten Buch. Tschüss!